Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Sternzeichen Stier, Zwilling und Krebsgeborenen. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt für dich und werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, auf der Website. Noch eine. Schauen, dass du das alles ganz gut sehen kannst. So, meine Liebe, mein Lieber, ich schaue jetzt einmal auf deine Themen und was möchte auf dich zukommen. Und hier geht es um viel Temperament, hier geht es um viel Leidenschaft, hier geht es aber auch um Treue und Loyalität. Was sich im Freundschaftlichen bei dir zeigen kann, hier zeigen sich viele Möglichkeiten, aber dennoch deine Skepsis. Du bist hier skeptisch. Ja, das bekomme ich als allererstes hier. Was zeigt sich hier? Diese Karten nehme ich gleich mit hinzu. Wir haben in den kommenden Monaten, wir haben die Karte Warten und wir haben das perfekte Timing. Und hier ist eine Situation, wo du irgendwo ein Risiko eingehen möchtest in diesem Monat, dennoch aber noch auf den perfekten Zeitpunkt wartest. Also auf irgendetwas wartest du hier, ja? Auf die gewissen Gegebenheiten, auf die Stimmigkeiten, auf eine Annäherung, das nehme ich hier auch ganz klar wahr. Und hier möchtest du aber in Bewegung kommen. Ich sehe hier die Aktion. Jemand kommt aber auch, was dich beinhaltet, in Bewegung. Also hier ist ganz, ganz viel Temperament. Ja, in deinem Umfeld, im Eigentlichen, findet das hier statt. Es kann sich viel in der Öffentlichkeit zeigen, über Social Media, Bekanntschaften etc. Es könnten neue Möglichkeiten hier für dich stattfinden, wenn du als Single eben schaust. In den kommenden Monaten. Des Weiteren zeigt sich die Karte Warten und du bist so unentschlossen. Sollst du jetzt hier noch warten oder sollst du hier in die Aktion gehen? Ja, ich sehe dich einerseits voller Anziehungskraft, auch deine Intuition, dass du hier auf deine Intuition hören darfst, aber auch gleichzeitig so die Möglichkeiten noch abwägst, ja, ein gewisses Risiko einzugehen. Der perfekte Zeitpunkt wäre jetzt im Monat September für dich, ja. Ich schaue erst einmal weiter. Wir haben hier die Karte Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Von irgendetwas bist du hier sehr stark angezogen. Von einer Person, dein Wunschpartner, Wunschpartnerin. Und hier ist die Begierde. Hier zeigt sich etwas im Sinne von starke Impulse bekomme ich hier. Ja, was die Begierde an für sich beinhaltet. Deine Begierde, die Begierde einer Person zu dir. Aber auch, dass du aus vergangenen Themen hier so Misstrauensthemen aus der Vergangenheit, die dir schon bekannt sind, wo du hier in das Lichtvolle schauen darfst. Ich sehe hier das Leiden. Ob es im Jetzt noch so ist oder in der Vergangenheit stattgefunden hat, ist bei jedem von euch unterschiedlich. Da ich eben auch die Situation sehe, dass du fest überzeugt bist von etwas. Ja? Oder jemand in dein Leben tritt, der dich von etwas fest überzeugt oder überzeugt hat. Ja, und das kann sich hier stark auch im Freundschaftlichen zeigen.
ja, die Situation, dass dies eben rein freundschaftlich basierend ist, wobei sich hier aber eine andere Annäherung zeigt. Arbeite an deiner Partnerschaft, gib deine Beziehung eine Chance. Also hier möchte jemand eine Möglichkeit von dir, jemand bittet dich um eine Chance oder du hast das Gefühl, du möchtest von jemandem eine Chance. Verspieltheit, um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Ja, und hier geht es um Leichtigkeit, hier geht es um Flirt, um Annahme, wo du in der Vergangenheit befangen warst, wo du gelitten hast, wo du in der Traurigkeit warst. Ja, dadurch, was jetzt auf dich zukommt, wirst du definitiv wieder mehr Leichtigkeit verspüren. Dann haben wir den Krieger. Sei furchtlos und standhaft. Also wir haben hier die maskuline Energie, ja, sehr viel sogar. Das nehme ich hier wahr. Und hier ist die Situation, dass du einerseits bedeckt bleiben möchtest, aber irgendwo dennoch dich zeigen möchtest. Ja? Also es ist so zwiespältig, nehme ich das hier wahr. Jemand, der vielleicht auch unbekannt bleiben möchte. Jemand, der starke Gefühle hat, deinerseits. Vielleicht bist du das auch. Ja? Also schau hier bitte auf dich. Man hat keine Furcht, keine Angst, aufgrund dessen, weil man in der Vergangenheit sehr viel gelitten hat. Ja, geht man jetzt hier furchtlos an sein Ziel. Ich nehme hier Personen wahr, die klar ihren Fokus auch gesetzt haben mit dem Krieger. Hier könnte jemand auch sehr, sehr stürmisch sein. Ja? Dann haben wir den Eremit, Rückzug und neue Kraft tanken. Also hier das Temperament etwas runterfahren, wenn du hier in der Position bist, so unbedingt etwas zu möchten, unbedingt etwas zu wollen, gerade hier, was die sexuelle Vereinigung anbelangt, ja, das Leidenschaftliche, das Temperamentvolle. Also du versuchst dich hier auch, du versuchst innezuhalten, jemand versucht sich, was dich beinhaltet, so etwas zurückzuziehen, damit man dir mehr Raum gibt. Also schau bitte auf dich. Ja, geht hier auch ganz klar um Erkenntnisse, Erkenntnisse dafür, dass du hier die Möglichkeiten hast, die Möglichkeiten wahrnehmen solltest, wann der perfekte Zeitpunkt ist, den perfekten Zeitpunkt auch wahrzunehmen, weil hier zeigt sich jemand mit klarem Blick. Also du weißt ganz genau, was du möchtest, zumindest hier im Monat September. Ja, ganz, ganz viel Klarheit wirst du auch bekommen. Ich bekomme dich als sehr, sehr kraftvoll. Wir haben den Lord, übernimm mit Autorität die Führung. Also hier geht es auch um Führungspersönlichkeiten. Du könntest hier jemanden begegnen, der hier in der Führungsposition ist, er oder sie. Ja? Entweder bist du in dieser Position oder du interessierst dich für jemanden. Ja, das kann im Freundschaftlichen sein, das kann aber auch sein im Beruflichen, dass hier jemand ist, schon die gewisse Führung hat. Hier findet so ein Rollenspiel statt. Ja, das nehme ich immer und immer wieder so wahr, so dieses... Diese Zweideutigkeit, jemand ist hier nicht ganz sicher. Einerseits schon, andererseits nicht. Und das kommt hier wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich aus der Vergangenheit. Gewisse Themen, ja, dass du auch bereit bist, dich hier jetzt hinzugeben, einer Situation. Oder du möchtest dich einer Person widmen. Oder eben diese Person möchte sich dir widmen, sich zeigen. Ja, in partnerschaftlichen Dingen, wo hier eine Situation unausgewogen war. Ja, dass man jetzt hier so einen Ausgleich findet, dass man auf dich zukommt, dass man hier nochmal eine Chance möchte, dass man jetzt weiß, was man möchte, was man in der Vergangenheit nicht wusste. Ja, also in der Vergangenheit war so die Unsicherheit, wobei ich hier immer noch so die Skepsis sehe, aber die Skepsis in der Stärke. Ja, deswegen ist das hier ganz suspekt. Verlagere deine Wahrnehmung. Also hier beachtet jemand auch ganz klar die Sinne. Du könntest hier sehr spirituell sein oder einem Menschen begegnen, wo er oder sie sehr spirituell ist. Aber immer wieder, dass du dein Ziel verfolgst, ja, und den passenden Moment abwartest, wo du in die Aktion gehen kannst. Oder er oder sie den passenden Moment jetzt abwartet, wo man hier in die Aktion gehen kann. Sprich, mit dir in den Kontakt, mehr Gefühle zuzulassen. Ja, aber viel was mit Romantik zu tun hat. Erdhüter, bleib verwurzelt und geerdet. Ja, und hier ist auch wieder so die Zurückhaltung. Ich nehme das so wahr, dass einer von euch beiden hier, eigentlich beide wissen, was sie möchten, aber dennoch wirst du hier gebeten, geerdet zu bleiben. Also schon
genau zu schauen, vor allem auch mit dem Adler aus einer anderen Perspektive zu schauen. Innere Mitte, innere Balance, Meditation, ja, dass diese dann dir auch Antworten liefern werden, mit dir verwurzelt zu sein, nicht nur aus einer höheren Perspektive zu schauen, sondern hier wirklich auch geerdet, in der Stabilität mit beiden Beinen fest im Leben, so nehme ich diese Person auch wahr, ja, dass du hier auf jemanden schaust, er oder sie ist mit beiden Beinen fest im Leben. Und man möchte hier von Herzen etwas näher bringen, aber auch die Situation jetzt ergreifen. Ja, so bekomme ich das hier rein. Also irgendetwas möchte jetzt ergriffen werden oder du möchtest die Situation jetzt ergreifen. Weil wir hier auch mit der Karte haben das perfekte Timing. Ja? Und irgendwo, für eine bestimmte Gruppe ist es so, dass man hier noch wartet auf das perfekte Timing, all das, was ich schon sagte, ja, und dann zuschlägt. Also sich das nimmt, was man möchte. So nehme ich das hier wahr. Ja? Mit dem Erdhüter in Kombination der Adler. Schau von einer höheren Perspektive aus. Ja, ich nehme das auch so wahr, dass man beobachtet. Jemand beobachtet dich, du wirst beobachtet oder bist selbst so oder ihr beide beobachtet. Da schau bitte auf dich. Sehr viel Gefühl zeigt sich hier, das ist ganz fest verankert. Also hier mit den Lilien, was eigentlich dasselbe hier nochmal repräsentiert, mit der Karte sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Also hier möchte sich jemand mit dir vereinigen oder du möchtest dich mit jemandem vereinigen und du hast das klar im Visier. Du hast den klaren Fokus. Ja, hier zeigt sich sehr viel die Romantik, sehr viel das Temperament, also stark maskulin. Ich sehe hier nicht die weibliche Energie, sondern ich sehe hier klare Ziele visualisieren und zugreifen. Ja, der Adler hier schaut ja auf seine Beute und greift dann zu. Ja, er nimmt sich ja das, was er braucht, was er hier gerade gesehen hat. Ich schaue hier nochmal in den Lenormand-Karten, auch im beruflichen. Passt du jetzt den gewissen Moment ab, wo du dann eben auch ganz genau weißt, was du möchtest. Ich sehe hier aber sehr stark auch die Lebendigkeit, die Liebe. Also hier zeigt sich mehr so die Romantik als, also die Liebe, als eben auch das Berufliche. Ja? Also viel die Situation ohne Furcht hier heranzugehen, klar zu wissen, was man möchte. Diese Person ist sehr spirituell. Entweder du oder ihr beide oder ja, ich bekomme hier so den Schamanismus einmal. Dann haben wir hier den Turm. Also etwas Plötzliches geschieht hier auch. Das geht ganz, ganz schnell. Das, was du visualisierst, sprich fokussiert hast, ja, nimmst du dann auch wahr. Du gehst hier in die Offensive. Also hier bleibt keiner im Hintergrund, sondern du nimmst genau dein Ziel, was dein Vorhaben ist, nimmst du wahr. Ja, oder nee, jemand nimmt dich wahr. Das Ganze könnte über Social Media stattfinden, Kontakte über das Internet. Du hast hier Möglichkeiten, das definitiv. Oder schaust eben auch auf bewusst auf deine Möglichkeiten. Schaust jetzt, wann die beste Möglichkeit ist, hier sich zu outen. Das bekomme ich gerade rein. Was haben wir hier? Den Tester. Also hier ist eine Prüfung, eine Lernaufgabe. Es könnte auch sein, dass du hier auf Testergebnisse Ähnliches wartest. Ja? Du wägst im Vorfeld schon mal deine Chancen und Möglichkeiten ab. Du erfährst hier auch. Du wirst hier definitiv ein gutes Resultat erzielen. Das ist hier gegeben, weil du ganz genau weißt, was du möchtest. Also hier weißt du, was du willst und das wirst du dementsprechend dann auch per Gesetz der Resonanz bekommen. Ja? Man zeigt sich hier sehr treu, authentisch, loyal und du wägst hier auch noch ab, ist es eine Freundschaft oder ist es mehr? Ja? Es könnte ein Test sein für den einen oder anderen, dass dir eine Person geschickt wird, dass hier eine Prüfung stattfindet. Ob du jetzt eben hier bewusst auch geerdet bist und du hast die Führungsqualitäten, metamorphorisch jetzt gesprochen, im Sinne der spirituellen, geistigen Welt. Ja, das bekomme ich hier. In beruflicher Situation bietet sich hier eine Möglichkeit, höher zu gehen, in eine Führungsposition überzugehen. Es kann sein, dass der eine oder andere das nicht wahrnimmt. Ich sehe hier viele Personen, mit denen du hier Konzepte erstellen wirst, mit denen du etwas erarbeitest. Ich sehe Konferenzen, ich sehe Meetings, ja, die sich zeigen mit Personen. Das sind alles Personen, die genau wissen, was sie möchten. Ja,
Also ich sehe hier die absolute Stabilität. Die absolute Stabilität bei dir. Ich sehe hier keine Negativitäten. Bis auf die Karte natürlich der Tester, dass hier eine Situation ist, wo du dann einem Test unterzogen wirst, ja, welche Qualitäten du hier hast, ja, welche Chancen und Möglichkeiten du wahrnehmen kannst, darfst. Und was das Göttliche, das Universum, dass hier eine Situation stattfindet, wo du eben getestet wirst. Das heißt, eine Person wird dir geschickt, um gewisse Dinge wahrzunehmen. Bist du hier geerdet? Bleibst du in deiner Stabilität? Ja? Denn hier zeigt sich ja ganz klar so die Begierde, die nehme ich immer und immer wieder wahr. Ja? Mit dem Tester. Neue Möglichkeiten, die sich für dich öffnen. Sehr, sehr positiv hier. Wir haben König Ariel, erfolgreich, beständig, fähig und machtvoll. Deine Pläne funktionieren wunderbar. Professioneller und finanzieller Erfolg. Weiser Umgang mit Ressourcen. Also wege hier bitte genau ab, ja, in welche Aktivitäten, sprich Aktien, du investieren möchtest. Wie es derzeit eben doch ausschaut, ja, dass die Möglichkeiten eben zu einem anderen Zeitpunkt gegebener sind, als im Jetzt irgendetwas aufs Spiel zu setzen. Weil hier möchte hier jemand unbedingt, also jemand kann es ja gar nicht abwarten. Ja, es kann natürlich auch, ich komme das hier für das Berufliche in einer Situation, ja, dass hier warten besser wäre, zu einem späteren Zeitpunkt in das Investment zu gehen, als im Jetzt, ja. Deine Pläne funktionieren fantastisch, ja, du hast hier wundervolle Arbeit geleistet oder wirst wundervolle Arbeiten leisten und du bist hier absolut in der Beständigkeit auch, ja, und du bist auch fähig, hier durch gewisse Strategien als Marktführer hier voranzuschreiten, ja, also in jeglicher Form auch immer im Business. Also hier zeigt sich jemand, der absolut in der Stabilität ist, geerdet ist, ja, egal in welcher beruflichen Situation du dich hier eben auch zeigst. Ja, aber ich sehe hier ein großes Unternehmen dann eben auch. Das könnte bei Social Media auch stattfinden. Schau bitte auf dich. Wir haben Bube Raphael. Also Erzengel Ariel begleitet dich hier und Erzengel Raphael begleitet dich hier. Eine neue emotionale Situation, Botschaften im Hinblick auf Beziehungen oder gesellschaftliche Einladungen, wichtige intuitive Erkenntnisse. Ja, also hier zeigen sich Möglichkeiten in finanziellen Dingen. Es ist ganz, ganz wichtig, dich vorab hier zu informieren, ja, was du ja wahrscheinlich sowieso tust, wenn du hier in einer höher gestellten Position bist. Ja, aber es könnte natürlich sein, dass hier gewisse Dinge auf dich zukommen, wo dich dann versucht, jemand zu überreden, dir ein gewisses Konzept vorstellt, was sich dann im Nachhinein, im Jetzt noch nicht fruchtbar zeigen kann, was sich im späteren Verlauf durch gewisse Testergebnisse noch positiver gestalten kann. Dass hier nochmal ein Test durchgeführt wird, das bekomme ich hier auch im Allgemeinen, im Globalen, dass hier gewisse Tests durchgeführt werden, erstmal auch an Tieren getestet werden, vielleicht arbeitest du in einem Labor oder ähnliches und bist hier eben für die andere Variante. Also du kannst dich damit gar nicht so identifizieren, ja. Also ich bekomme auch viel das Labor und ähnliches rein, ja, was mit Tieren etc. hier zu tun hat. Und hier bitte dich die geistige Führung, gewisse Leiden hier öffentlich zu machen. Das bekomme ich gerade rein, ja. Denn wir haben hier ganz hohe Karten. Also schau hier bitte auf dich, denn ich sehe einerseits das Leiden, das, was ich zu Anbeginn sagte, ja. Und dass du auch in einer Position bist, dass es dich Kraft kostet, hier wieder in die Positivität zu kommen. Hier bitte dich auch jemand um Mitgefühl. Vielleicht bist du auch diese Person, die starkes Mitgefühl hier auch hat, ja. Und du eben hier mit anderen Personen umgeben bist, die hier eine andere Vision, einen anderen Fokus haben als du. Und hier wirst du gebeten, nicht mehr zu warten, sondern etwas öffentlich zu machen. Ja, das bekomme ich für die Position, was Tierversuche etc. beinhaltet. Was zeigt sich hier noch? Ja, also hier ist so im Beruflichen die Situation, wo du in Aktion kommen darfst. Hier erfährst du auch etwas. Und auch wieder das blitzschnelle Handeln, das Agieren, ja, und gewisse Konzepte erarbeiten. Und wenn du hier eben schaust auf gewisse Investitionen, da solltest du definitiv auch warten, ja.
Also es kann sich hier verdoppeln, aber im Winter. Du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du es bewusst anstellst, ergreifst, ja, diplomatisch hervorgehst, hast du die Möglichkeit, dass sich etwas im Winter verdoppelt. So nehme ich das hier wahr. Ja? Und da solltest du eben gewissenhaft schauen. Da wäre jetzt der perfekte Moment, um da in die Aktion zu gehen. Aber bedenke bitte, ja, schau bitte genau. Denn du wirst hier auch durch viele Situationen gebracht, was letztendlich auch ein Test ist. Ja, also jemand versucht dich hier auch zu testen. Und wir haben die Karte für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Alles, alles Liebe für dich. Ich schaue hier einmal weiter auf die Zwillingeborenen. Schauen, dass du das alles ganz gut sehen kannst. Ich möchte noch eine Karte raus. Hier haben wir ganz, ganz viele Botschaften. So, meine Liebe, mein Lieber, ich schaue jetzt einmal auf deine Themen. Hier geht es definitiv um eine Zwillingsseelenverbindung. Eure Leidenschaft ist entflammt. Ja? Das kann für den einen oder anderen eine Begegnung im Jetzt sein. Ich sehe hier definitiv eine männliche Person. Das kannst du sein, das kann dein Gegenüber, dein Wunschpartner sein. Zeigen sich hier in den Gefühlen. Ja, stark fokussierend finanziell, das sehe ich hier auch ganz klar. Und er schaut hier auf die Möglichkeiten, mit dir in den Kontakt zu kommen. Schau bitte, ob es sich um eine karmische Partnerschaft handelt oder um die wahre Zwillingsseele, ja, die Dualseele. Denn wir haben hier die Situation, schlage eine neue Richtung ein. Ich lege die Karten erst einmal hier hin. Meditation bringen Antworten. Wir haben, es liegt ganz an dir. Also, du hast hier definitiv Möglichkeiten, die du wahrnehmen darfst. Aber du solltest dir dennoch durch gewisse Dinge nicht den Blick, den Fokus einschränken lassen. Durch Dinge, die im Außen jetzt stattfinden. Ich sehe hier eine Situation, die im Unklaren ist. Das heißt, so dieses On-Off könnte ganz klar hier für dich präsent sein in diesem Monat. Und du schaust auf die Klarheit. Was das beinhaltet, hast du bislang noch keine Klarheit bekommen. Weil diese Person selber nicht im Klaren ist. Ja, das nehme ich hier ganz klar so wahr. Im Sinne von, dass du es hier mit einer Person zu tun hast. Er oder sie muss immer wieder in sich gehen. Schaut immer auf die innerlichen Dinge. Schaut auf das, was im Jetzt ist. Ja, hier schaut jemand nicht bewusst auf die Möglichkeiten, denn du siehst hier ganz klar die männliche Person, die hier in einer Situation ist, wo man bewegungsunfähig ist. Ja, ich bekomme hier so eine gewisse Stagnation, dass mal Kontakt da ist, dass mal kein Kontakt da ist, weil diese Person nicht recht weiß, welche Schritte er oder sie gehen kann. Ist unabhängig davon, welche Person es im Außen repräsentiert. Diese Person könnte stark in der Öffentlichkeit stehen. Ja, dennoch aber, was das Gefühl beinhaltet, ist man hier so in der Starre. Ja, ich nehme hier so eine Starre wahr. Des Weiteren haben wir hier die unerwiderte Liebe in Kombination die Leidenschaft.
Ja, und deswegen sagte ich zu Anbeginn, schau hier bitte, ob es deine wahre Zwillingsseele ist oder ist es hier wirklich nur ein Spiegelpartner. Du wirst definitiv Kontakt mit dieser Person haben. Ja, das ist hier schon ersichtlich. Er wird dir die Gefühle auch näher bringen, er oder sie. Aber man hängt hier noch so in der Luft. Ja, also diese Person ist irgendwie bereit, aber irgendwie auch nicht bereit, weil es ja dein karmischer Lernpartner ist. Das nehme ich hier ganz klar so wahr, in Kombination auch die unerwiderte Liebe. Ja, diese Person könnte sich selbst nicht genau reflektiert haben. Diese Person könnte selbst unsicher sein, im Außen nicht. Da weiß sie wahrscheinlich ganz genau, was sie möchte oder er. Aber im Inneren, ja, das Innenleben, die Gefühle, die Seele, das Herz, da ist diese Person sehr, sehr verletzt, ja, und sehr, sehr verletzlich. Und aus dem Grund gibt es hier ganz klar Themen, dass ihr wahrscheinlich derzeit nicht im Kontakt seid. Wenn ihr im Kontakt seid, werdet ihr definitiv, wird es wieder in ein Off gehen, ja. Das heißt, es werden wieder keine Kontakte stattfinden, weil diese Person unsicher ist. Unsicher mit sich selbst ist, mit seinen, ihren Gefühlen. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, diese Verbindung aufrecht zu erhalten. Also schau hier bitte auf dich, ja? Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und hier ist die Situation, da diese Person gewisse Themen hat, Lernaufgaben hat, was in einer Zwillingsseelenverbindung ganz normal ist. Also entweder hast du oder ihr beide oder er diese Lernthemen. Meistens ja beide. Deswegen kommen ja gewisse Spiegelpartner ins Leben, um gewisse Dinge eben sich anzuschauen. Denn Leiden ist ja definitiv da. Ja? Das kann in jeglicher Form auch immer stattgefunden haben. Durch die Vergangenheit, durch die Familie etc. Und hier versucht euch jemand den klaren Blick zu bekommen, dass sich hier ganz klar mit dem Adler die Karte, die gefallen ist. Und wir haben, erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und hier geht es auch darum, loszulassen. Ja, loszulassen und wieder in die Freude zu gehen, in die Leichtigkeit zu gehen, in die Verspieltheit zu gehen, in die Annahme zu gehen, wieder zuzulassen, Liebe zuzulassen. Sonst bekommst du ja immer und immer wieder gewisse Spiegelpartner geschickt. Also hier ist schon eine gewisse Lernaufgabe. Wir haben auch die Karte Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und hier ist jemand unsicher. Jemand weiß nicht, was er oder sie möchte. Ja? Das kannst aber auch du sein, dass du nicht weißt, was du möchtest. Weil diese Person hier auch sehr langsam in der Aktion ist. Also ich sehe jemand, der auch nicht mit beiden Beinen hier geerdet ist. Unabhängig von außen. Kann natürlich auch sein, dass diese Person, was ich hier aber nicht so bekomme mit den Fischen, also hier zeigt sich schon jemand, der so im Außen in der Stabilität ist, ja, aber was die Gefühle beinhaltet, wir sehen hier, ein Bein ist auf dem Boden und das andere Bein hängt hier auf dem Stuhl oder steht auf dem Stuhl, ja. Das heißt, einerseits im Außen die Sicherheiten und in den Gefühlen sind die Unsicherheiten. Das bekomme ich hier ganz klar. Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Ja, und hier ist die Situation, dass sich etwas intensivieren wird, dass dennoch dann wieder ein Abbruch stattfindet aufgrund dessen, weil man hier ja nicht bewusst sich seinen Dingen stellt. Es kann auch sein, dass du dich hier unsicher bist in einer Situation der Zwillingsseelenverbindung. Ja, sich gegenseitig kennenlernen. Hier gibt es auch einen Austausch von Gefühlen, Kommunikation nehme ich hier wahr. Es liegt rein an dir, was du daraus machst. Ja. Schau auf die Situation, schau auf die vergangenen Gegebenheiten. Ist es hier denn Liebe oder wurde immer etwas nicht erwidert? Ja, das ist auch nochmal wichtig, da hinzuschauen. Es liegt ganz an dir. Schlage eine neue Richtung ein. Ja, also was möchtest du? Denn hier braucht auch jemand immer und immer wieder Bedenkzeit. Und hier ist es jetzt für dich ganz wichtig, dass du in die Bedenkzeit gehst, denn wir haben ja die Meditation, dass du für dich schaust, was du eigentlich möchtest. Gib deine Beziehung eine Chance, arbeite in deiner Partnerschaft. Und hier möchte nochmal jemand von dir eine Chance. Ja, und hier solltest du ganz gewiss reflektieren, was in der Vergangenheit schon stattgefunden hat. Meinte er oder sie es ehrlich, ja? Oder war es schon in den damaligen Gegebenheiten schon so, dass es nicht erwidert wurde? Das, was du dir vielleicht gewünscht hast oder wie es sein sollte. Hier kommt ein Partner, ein Spiegelpartner auf dich zu. Das definitiv. Falls du hier niemanden kennst, also hier möchte dir jemand nochmal etwas mitteilen. Und zwar, dass du in die Leichtigkeit kommen darfst, dass du Leiden loslassen darfst, dass du sehr viel Klarheit wirst du bekommen, was dich beinhaltet, was die Gefühle beinhalten. Also hier spricht auch jemand von Klarheit, dass man in der Vergangenheit das Ganze auch nicht erwidern konnte. Also schau hier bitte auf dich, wie du damit in Resonanz gehst. Es ist eine allgemeine Legung.
Was haben wir hier? Also hier ist auch jemand noch nicht ganz frei, ist im Werdegang, sich zu befreien. Zwillinge Seelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Wir haben die Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Also du befreist dich in diesem Monat von diversen Konflikten. Du wirst ganz, ganz viel Klarheit bekommen, ja, von dieser Person, über diese Person. Wir haben, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in seine oder ihre Arme sinken. Also hier bringt dir jemand das auch definitiv näher. Aber hier wägt man noch die Bedenkzeit auch ab. Ja? Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Eigentlich weiß es ja einer von euch beiden, ja, aber hier wägt ja immer und immer wieder jemand ab. Das heißt Kontakt, dann wieder Nicht-Kontakt. Ja? Mal Klarheit, dann ist wieder die Unklarheit. Weil dieser Mensch selbst in den Unsicherheiten ist. Aber auch so, deine Unsicherheiten bekomme ich hier ganz klar. Ja, das hin und wieder so abwägen, was ja der Zwilling auch ganz klar repräsentiert. Ja, in die Möglichkeiten auch schauen. Soll ich nicht? Ja, lausch an dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Dann haben wir hier den Adler. Den klaren Blick zu bekommen, den Fokus, alles aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das haben wir übrigens in den ganzen Sternzeichen hier schon vorhergehend gehabt. Wirklich jetzt mit Weitsicht zu schauen, von oben mal das Ganze zu betrachten. Und nicht nur hier aus dieser Perspektive, also eine andere Perspektive einnehmen. Ja? Auch diese Person darf eine andere Perspektive, was dich beinhaltet, einnehmen. Und das wird er oder sie aber auch. Also du beobachtest, es ist wichtig in diesem Monat das Ganze zu analysieren, ja, welche Nachrichten auf dich zukommen, da wir ja hier auch gewisse Warnkarten haben, die unerwiderte Liebe in Kombination schlage eine neue Richtung ein und es liegt ganz an dir. Und dann nochmal die Zwillingsseelenverbindung, was da dann auch für Spiegelpartner dann eben auch steht. Und dass du eben jetzt genau schauen solltest, wie das Ganze vonstatten geht, ja, in jeglicher Form auch nochmal zu schauen, was die Gegebenheiten sind. Das ist wichtig. Denn hier ist etwas unscheinbar. Ja, du siehst es nicht. Du möchtest es nicht sehen. Das kann bei dem einen oder anderen wirklich auch sein. Das muss ich leider so sagen, dass man hier den verfälschten Blick hat. Ja, dass man hier eine Brille auf hat und dass du das nicht schaust. Ja, dass man hier in die Verliebtheit sieht, aufgrund dessen, weil man das andere nicht wahrhaben möchte. Und es kann sich auch für diese Person zeigen, ja, dass diese Person in einer Situation ist. Also schau bitte auf dich, wie du damit in Resonanz gehst, dass er oder sie bislang eben immer den Blick nicht hatte aus der Adlerperspektive, weil man gewisse Dinge nicht wahrnehmen wollte. Ja, und das sind gewisse Dinge, die man heilen darf. Der Sinn im Leben. Also jemand ist doch nicht ganz der Sinn im Leben bewusst. Ja, man fragt hier gar nicht, man hinterfragt gar nicht den Sinn im Leben. Man schaut hier so in den Tag hinein, aber man hinterfragt gewisse Dinge gar nicht. Und wo jetzt eben verschärft auch Signale auftreten. Wir haben 3 Ariel. Tu das, was du liebst. Eine Zeit großen persönlichen Wachstums in deinem Beruf oder künstlerischen Aktivitäten. Mit anderen kooperativ zusammenarbeiten. Also du hast hier die perfekten Möglichkeiten. Kooperationen bieten sich hier. Möglichkeiten bieten sich hier. Finanziell, ja, sowie leidenschaftlich. Also für das, was du dich, wo du dich leidenschaftlich für interessierst, gehst du hier in ein absolutes Hoch. Ja, weil es ja deine Leidenschaft ist. All das, was du aus Leidenschaft tust, ja, das macht dich ja dementsprechend auch aus. Die 3 Ariel. Erzengel Ariel ist hier ganz besonders bei dir in diesem Monat. Haben wir auch hier gleich in 2 Karten die 6 Ariel. Materielle Bedürfnisse werden auf magische und unerwartete Weise erfüllt. Man begegnet dir mit großer Freundlichkeit, mit dankbaren Herzen geben oder empfangen. Ja, also hier ist das Geben und Nehmen im Einklang. Und schau bitte, wie die Ernte hier bei dir ist. Ja, ganz, ganz viele Früchte. Man hat hier ganz, ganz viele Körbe, die ja einmal voll sind, was du hier ernten wirst. Jetzt im September, ja, fährst du hier definitiv eine große Ernte ein, weil du eben mit voller Begeisterung hinter einer Sache, Situation auch stehst. Ja, und du wirst ganz, ganz viel Klarheit bekommen. Ja, hier geht es um Verbindlichkeiten, hier geht es um Verträge.
all das, was ich eben sagte. Und hier ist viel Stress, hier ist viel Hektik, viel Aufregung, viel Aufruhr. Ja, und hier gibt es ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Alles, alles Liebe für dich. Schau hier einmal weiter auf die Krebsgeborenen. Noch einmal. So, meine Liebe, mein Lieber, ich schaue hier einmal auf deine Themen. Was möchte sich zeigen? Hier geht es so um Kindeswunsch, nämlich hier war, dass hier eine Situation ist, was du fest manifestiert hast. Du hast es hier wirklich auch fest verankert. Du schaust bewusst auf deine Bedürfnisse, auch wenn es sich nicht um das handelt, ja, was ich hier eben auch reinbekomme. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, also hier kommt etwas, was auch schicksalshaft geschieht, wo sich gewisse Hindernisse, Blockaden lösen. Also viel, was mit Kindeswunsch etc. zu tun hat. Denn wir haben die Karte, es liegt ganz an dir, was du daraus machst. Ja? Also wenn du hier den bestimmten Wunsch hast, dieser Wunsch kann sich hier jetzt im Monat September erfüllen. Denn wir haben den Pfeil. Also hier der klare Fokus, man hat es klar im Visier, man weiß ganz genau, was man möchte und das ist dieser Wunsch. Dieser Wunsch möchte für dich jetzt in Erfüllung gehen. Es ist irrelevant, ob es der Wunsch ist nach einem Kind, nach einer Familie, nach Partnerschaft etc. Hier hat Amos Pfeil schon getroffen, so nehme ich das wahr. Ja, wir haben ja auch hier die romantische Liebe, Amos Pfeil hat getroffen. Das ist ein Neuanfang, das ist ein Neubeginn, das ist eine Begegnung, das ist ein Wunschpartnerschaften, ja. Also etwas Schicksalshaftes im positiven Sinne geschieht hier jetzt, wo sich alle Hindernisse, Blockaden auflösen. Du solltest auch bewusst deine Wünsche manifestieren. Das bekomme ich hier auch nochmal. Umgib dich mit Schutzenergie. Also hier ist die Situation, dass du dich schützen möchtest. Hier ist so das innere Kind bei dem einen oder anderen. Ein gewisser Schutzmechanismus. Aufgrund dessen ist man hier blockiert. War man aber auch blockiert, weil es löst sich hier viel. Und hier bewusst auch in die Tiefe auch zu gehen. Das geschieht alles im Jetzt, ja, im Monat September. Entweder möchtest du hier jemanden beschützen. Das kann auch dein Kind sein. Das kann jetzt hier eben auch sein, dass du in einer Schwangerschaft bist. Und du wolltest das Ganze hier schützen. Oder du hast irgendwelche Vorhaben. Und schützt das Ganze aber. Auch was Marketing ähnliches beinhaltet, es ist wichtig, das Ganze schützen zu lassen. Das bekomme ich hier auch gerade rein. Dass du deine Wünsche, deinen Neuanfang, alles, was du hier gestaltest, alles, was du hier im Hintergrund, im Background organisierst, dass du das dann eben auch vertraglich absichern solltest, patentieren lassen solltest, ähnliches. Ja, also schau hier bitte auf dich, in welchem Thema du hier auch drin bist im Monat September. Vater Himmel, vertrau auf das Unbekannte. Also hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten für dich.
Du hast das klare Ziel vor Augen, du weißt ganz genau, was du möchtest. Du bist ein Kämpfer, du bist eine Kämpferin, schon von klein auf. Ja, wahrscheinlich bist du hier auch sehr spirituell. Du nimmst alles ganz, ganz anders wahr. Ja, der eine oder andere. Und du bekommst hier auch immer wieder Zeichen. Zeichen des Himmels, die dir gesandt werden. Du achtest auf Zeichen im Außen, wirst gebeten auch, auf Zeichen zu achten und vor allem ins Vertrauen auch zu gehen. Ja, es liegt ganz an dir, was du daraus machst. Wenn du kein Vertrauen hast, kann es in keinster Form annehmen. Ja? Dann haben wir hier den Eremit. Du ziehst dich hier so etwas zurück. Du gehst hier in die Selbstfindung. Du möchtest selbst etwas für dich herausfinden. Du fragst dich nach dem Sinn. Du beginnst Form anzunehmen. Ja, dein inneres Kind beginnt Form anzunehmen. Dadurch wirst du neue Kraft tanken. Dadurch wirst du Erkenntnisse bekommen. Dadurch wirst du klare Ziele fokussieren. Klare Visionen bekomme ich hier. Eine ganz klare Vision wirst du erhalten. Vielleicht gehst du hier auch ins Gebet, das bekomme ich hier auch. Und du wirst klare Antworten auch bekommen. Der Krieger sei furchtlos und standhaft. Also wenn du gewisse Wünsche hast, ja, einmal diese zu manifestieren. Ich nehme das wahr, dass du das hier definitiv auch manifestiert hast. Dass es jetzt die besten Möglichkeiten gibt, um deine Wünsche, deine Kindesträume, dein wahrhaftiges Leben zu lassen. Dein inneres Kind möchte leben. Ja, Lebendigkeit bekomme ich hier ganz stark. Und dass du hier von nichts und niemanden dich fürchten brauchst. Ja, hier gibt es wahrscheinlich noch Situationen, die dir mit Neid von außen agieren. Ja, denn wir haben hier den Pfeil und die Situation des Kriegers auch. Ja, aber dass du einen gewissen Schutzfilm um dich gebaut hast mit einer starken Energie, denn ich bekomme hier mit dem Mond auch die Situation, dass du da irgendwo noch so gewisse Sorgen und Ängste hast und die liegen hier einmal tief. Wir haben den Brunnen gehabt in Kombination des Kindes und der Lupe. Ja, dass du dein inneres Kind eben dir genau betrachten solltest, auf dieses hören solltest. Es ist traurig, ja. Frag es einfach, wie es ihm, ihr geht. Dem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen in dir. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Also, dass du hier wirklich auch das Leid loslässt, dass du in einen absoluten Neubeginn gehst. Probleme der Familie heilen, dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Ja, und hier sind so bei dem einen oder anderen gewisse Konfliktthemen, was die Kindheit beinhaltet. Vielleicht auch in gewisser Weise, dass man hier der Außenseiter oder Außenseiterin war, ja. Und dass man eben vielleicht das Geschwisterkind oder vielleicht hat hier mehrere Kinder mehr Beachtung geschenkt hat, mehr Glauben geschenkt hat. Und hier zeigt sich so eine Situation, dass du anders bist, ja. Dass du aber auch diese Verletzung nicht nach außen zeigst, sondern du bist hier die Kriegerin, der Krieger, eine Kämpfernatur. Du stehst zu den Dingen. Das wartenswerte göttliche Timing bestimmt dein Liebesleben, ja. Und hier wird sich etwas auf wundersame Weise für dich erfüllen, weil du vertraut hast, weil du gewartet hast, weil du ins Gebet gegangen bist. Ja, so bekomme ich das hier. Und das Licht wird sich für dich zeigen. Also etwas wird hier Früchte tragen. Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Das kann hier ein Neubeginn sein, eine Begegnung sein, romantische Liebe, eine schicksalshafte Verbindung. Und es kann sein, dass hier dein Wunschpartner, Wunschpartnerin hier noch gewisse Konflikte hat, was das Elternhaus beinhaltet. Dass er oder sie in diesen ganzen Themen ist, dass man ihn oder sie nicht recht wahrnimmt. Und dass du aber ihm oder ihr erst diesen Beistand auch gibst. Denn einer von euch beiden ist hier klar in der Kämpfernatur. Ja? Wir haben den Mond, den Neuanfänger, die göttliche Führung, die Offenbarung. Also für dich ist das ein ganz, ganz wichtiger Monat. Du hast hier alle Möglichkeiten, ja. Neubeginn im Beruflichen, Neubeginn, Kindeswünsche, egal irrelevant in welchen Formen du jetzt Wünsche äußerst, Wünsche manifestierst. Vollmondnacht bekomme ich hier, ja. Zur Vollmondzeit, dass sich dir wundervolle Gelegenheiten bieten. Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit das in Vollmondnacht geäußert. Ja, vielleicht arbeitest du hier auch mit dem Wunschtuch. Schau bitte auf dich. Die Gelegenheit, deine Pläne zu optimieren. Höre auf deine Intuition. Sie birgt dir die richtige Führung. Stell dich deinen Ängsten und gewinne Kraft. Und du wirst dich deinen Ängsten jetzt stellen. Ja,
wovor du auch immer so Sorge hattest. Ja, das kann hier viel mit der Familie zu tun haben. Das, was ich zu Anbeginn schon sagte, dass du gewisse Wünsche hast, die aber nie geäußert hast. Vielleicht auch hier in Umständen bist und du kannst es der Familie nicht näher bringen. Aber jetzt wirst du gebeten, da eben aus dem Rückzug rauszugehen und hier klar zu sagen, so und so ist das. Es ist geschehen, ja. Kommt natürlich hier nicht auf alle, aber ich bekomme es hier eben auch. Aber auch Wünsche in jeglicher Form, was du dir gewünscht hast, was du dir vielleicht immer von deinem Vater, Mutter, ja, oder Geschwister gewünscht hast, das wirst du jetzt preisgeben, das wirst du jetzt öffentlich machen. Auch wenn es eine Situation ist, was dir eben gefehlt hat. Das sind hier keine Vorwürfe, das sind hier deine Dinge, die dich im inneren Kind irgendwo starr festhalten, blockieren, ja, die dich ja irgendwo dann auch bewegungsunfähig machen, in etwas Neues zu gehen, den Neuanfang zu wagen, aufgrund, dass du es vielleicht nicht darfst oder nicht durftest, ja, oder nie durftest und währenddessen eine andere Person es immer durfte, ja. Also es offenbart sich hier etwas für dich. Freude durch spirituelles Wachstum, Antworten kommen durch Meditation. Und da du dich führen lässt, hier haben wir ja den Vater, Himmel, das Göttliche, das Universum, bekommst du mehr und mehr Antworten auf deine Fragen. Noch einmal ein Neuanfang. Ein neues Leben beginnen, deine Aufgabe finden, ein vergebender und mitfühlender Rückblick auf die Vergangenheit. Ja? Und du schaust dir nochmal kurzerhand zurück. Was hat hier so in der Vergangenheit stattgefunden, aber gehst dann letztendlich deinen Weg. Und das sagte ich, Familie, Kindheit, Kindeswünsche, Kindesträume, die du dann eben auch in der Vergangenheit hattest. Und du bist hier reichlich gesegnet, ja, mit deinen Vorhaben. Ob es jetzt Kindeswünsche sind, ob es im Beruflichen ist, in jeglicher Form, du hast den reichlichen Segen und bist ganz stark geschützt. Wir haben hier auch Erzengel Jeremie. 7 Michael und Erzengel Sandalphon, die göttliche Führung. Du hast hier ganz hohe Arkana. Erzengel Sandalphon, die Suche nach dem Sinn des Lebens. Denk über eine alternative Herangehensweise nach. Umgib dich mit weisen Lehrern oder Freunden. Ja, und hier versucht man den Eltern oder eben einer Situation, deine Wünsche näher zu bringen. Ja, diese zu äußern. Und zwar nicht so, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, ja, wo dein inneres Kind dann eben auch verletzt wurde, die Kleine sowieso, der Kleine sowieso, sondern jetzt gehst du in die Offensive, äußerst klar deinen Wunsch, weil du keine Angst mehr hast, du bist ja hier die Kriegerin der Krieger. Erzengel Sandalphon, du lässt dich hier führen. Du hast hier viele Möglichkeiten durch andere Personen auch, weise Ratschläge. Und hier haben wir die Karte 7 Michael, Erzengel Michael. Und hier schaust du nach einem besseren Weg, nach einem sinnvolleren Weg. Wir hatten ja hier schon den Sinn. Und dass in der Vergangenheit, wo es eben nicht funktioniert hat, dass jetzt dieser Weg hell erleuchtet ist. Also du bekommst in diesem Monat ein das vollste Bewusstsein dessen, dass es hier durch Meditation, durch Glaube, Kraft, ohne Mangel, dass du wirklich in der Stabilität bist und nicht in der Instabilität. Und dass sich dann die Hindernisse wie von selbst lösen. Das ist wie, als ob du vor einem Berg stehst und da ist ein Nebel und plötzlich löst sich alles so auf. Ja? So bekomme ich das hier. Es gibt eine bessere Vorangehensweise für dich. Alleine zu arbeiten ist vielleicht nicht die beste Lösung. Schau dir alle Details noch einmal an. Ja? Und dadurch, da du ja hier in die Meditation gehst, in deine Erkenntnisse, göttliche Führung, hilfreiche Personen, die du zur Seite nimmst und weise Ratschläge auch erhältst, wo du dann eben auch nachfragst, wirst du den besseren Weg für dich finden. Der ist ja schon da, der ist ja offen, der ist nicht geschlossen. Ja? Wahrscheinlich sprichst du ja auch mit deinem inneren Kind. Du hast das absolute Ja, aber auch die Situation, dass du jetzt durch deine Schattenthemen gehen darfst. Ja, und das wirst du auch. Denn du hast hier ganz hohe Arkana. Du bist ja unter starkem göttlichen Schutz. Mit der Karte das Ja. Also die Bejahung für diesen Monat, für alle Möglichkeiten, die du vielleicht in der Vergangenheit in Frage gestellt hast. Jetzt noch im vergangenen August, sprich im Juli, Juni. Schattenthemen und das Nein. Ja. Und du ziehst deine Vorhaben straight durch. Ja, du gehst bewusst deinen Weg, weil du weißt, dass hier das Licht scheint. Und du lässt dich jetzt nicht mehr durch Familie, Geschwister etc.
oder falsche Vorangehensweisen durch die Vergangenheit leiten. Das kann im Freundschaftlichen sein, Familie sein, etc. Du folgst dir deinem Weg, weil du weißt, dass hier das Licht scheint. Ja? Weil du weißt, dass sich dein inneres Kind danach sehnt. Und du weißt auch, dass der Neuanfang, der ist zweimal hier gefallen. Du hast es hier mit dem Kind in Kombination mit dem Neuanfang, der hier gefallen ist. Er ist dir gegeben. Ja? Hier haben wir den Neuanfang. Und die Schatten. Du gehst jetzt voller Kraft voraus. Durch diese Tür. Diesen Berg erklimmst du. Ja, hier haben wir dann auch nochmal Treppen, dass es hier vielleicht noch Schwierigkeiten gibt, weil eben andere noch Mitspracherecht haben. Bei dir oder bei deinem Gegenüber. Der Schicksalsweg, das Karma. Also du löst hier eine karmische, lange Situation auf, weil du es selbst in die Hand nimmst, weil du Vertrauen hast auf die göttliche Führung. Und des Wartens ist dir wert. Du hast hier sehr, sehr lange gewartet, du hast lange manifestiert, bist immer wieder ins Gebet gegangen und letztendlich werden sich deine Träume erfüllen. Und das bekomme ich bewusst für diesen Monat. Ja? Ich habe die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen. Und du kommst in deine Kraft, du setzt dich durch. Also hier ist ganz klar eine Situation, irrelevant in welcher Situation du bist. Du wirst dich durchsetzen und du wirst absolut geführt in deiner Situation. Auf ewig, respektiere den Ort im Anderen. In dem allein die Liebe wohnt, respektiere den Ort im Anderen, der ewig währt. Und dir ist jetzt bewusst, was du möchtest, was du nicht mehr möchtest. Du kommst hier zu einer ganz, ganz großen Erkenntnis. Das ist das spirituelle Erwachen hier. Das ist die spirituelle Erleuchtung, die Sorgen in Kopflage. Du gehst raus. Ja? Du gehst raus, du lässt es nicht mehr zu, dass andere Menschen, Personen dir Sorgen bereiten, denn du erwachst. Hier erwacht jemand. Und noch mit der Karte, hier haben wir auch die Wunder. Ja? Es geschehen jetzt Dinge auf wundersame Art und Weise, weil du vertraust, weil du dich führen lässt. Romantische Liebe, Amos Feil hat getroffen. Alles, alles Liebe für dich.